Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein kleines Update zu meinen Oncidium-Twinkel-Pflänzchen, die ich im Wasser kultiviere. Und da wollte ich euch natürlich zeigen, wie sie blühen. Ich habe ja ein Video dazu, wie die Wurzeln aussehen und wie die so im Wasser wachsen. Und da hatten sie Knospen gehabt und jetzt sind sie aufgeblüht. Und haben ja nicht nur eine Blütenrispe, sondern mehrere bekommen. Zumindest dieses hier ist wie so ein Feuerwerk. Das hat ganz viele Rispen, die auch noch weiterhin aufgehen. Auf jeden Fall eine Duftexplosion. Ist Wahnsinn, so eine richtig leckere Vanilleorchidee. Ganz toller Duft. Hier zeige ich euch mal die Blütchen. Wunderschön. So ganz kleine Mini-Blüten. Die hier ist schon etwas weiter. Mein kleines gerettetes Kindle, also eine kleine Bulbe von der Twinkel. Und die blüht jetzt schon ein bisschen länger als diese hier. Und hat ihre Blütenrispen richtig geöffnet. Zeige ich euch, wie schön die aussieht. Ups. So winzig klein, wie man sieht, wie klein die Blütchen sind. Aber die duften über den ganzen Raum. Also bei mir stehen sie jetzt in der Küche. Die ganze Küche duftet, als ob man da Vanillegebäck gebacken hat. Und wunderschön auch anzusehen, so richtig schöne weißen Rispen. Und ist ein Wahnsinn, dass solche kleine Bulbe schon blüht. Vor allem eine, die geschädigt war und zerfressen von Schnecken, dass die doch noch gut zur Blüte kommt. Und das im Wasser. Also ich finde, für Oncidium-Twinkel eignet sich Wasserkultur sehr gut. Also das Oncidium eignet sich für die Wasserkultur gut so. Und das nimmt die auch gut an, so wie dieses hier. Also das war ja auch erst in Rinde. Und da wollte das überhaupt nicht wachsen. Und hier wächst das und blüht. Das ist der Wahnsinn. So viele Blütenrispen hat das noch nie gehabt. Das Einzige, was mich noch stört und was ich noch nicht wirklich wegkriege, sind diese braunen Spitzen an den Blättern. Ich habe gedacht, dass es von irgendwie versalzenem Substrat kommt, aber ich habe schon alles ausprobiert, auch die mal durchzuspülen. Genug Belüftung hat sie. Und das geht einfach nicht weg. Das ist aber nicht bei allen Pflanzen. Bei der hier ist es zum Beispiel nicht. Nur so ein paar Pünktchen. Aber bei dieser ist es etwas massiver. Und ja, da arbeiten wir noch dran, dass es irgendwie weggeht. Mal gucken. Ich denke mal, das ist eine Art Pilzbefall oder so. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, woher der kommt, weil die steht immer an einem Fenster, was fast den ganzen Tag gekippt ist. Und da herrscht gute Luftbewegung. Auch nicht zu kalt und nicht zu feucht. Das hatte sie aber auch im Substrat. Es ist jetzt nicht so, dass es im Wasserkultur ist. Das ist sogar ein bisschen weniger geworden. Aber da werde ich noch suchen, die Ursache von diesen Spitzen. Zu trocken ist es auch nicht bei ihr. So, es steht ja in der Küche und da ist es immer feucht. Luftfeuchtigkeit ist etwas höher als in den Wohnräumen. Deswegen kann ich mir das nicht wirklich erklären. Das Einzige ist halt Pilzbefall, und weil es auch wirklich nicht jede Pflanze hat. Ich habe noch ein paar andere Oncidium-Twinkel, die haben das nicht. Aber die hier,
ist besonders anfällig. Aber nichtsdestotrotz blüht die schön und das mit den Spitzen werden wir noch in den Griff kriegen. Falls ihr Tipps habt, könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, woran das liegen kann, dass die solche braunen Spitzen kriegt. Würde mich natürlich auch freuen. Ja, das war hier ein kleines Update von der Blüte, von den kleinen Oncidium Twinkel, damit ihr das auch mal seht, wie die blühen. Leider kann man den Duft nicht rüberbringen, aber die Blüte ist nichtsdestotrotz wunderschön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.